Ich fühle mich gerade ein bisschen gereizt. Also so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen schwer gereizt. Sondern es ist tatsächlich wieder mal wegen 5M. Beziehungsweise nicht mal wirklich wegen 5M, sondern wegen Serverbesitzern, Moderatoren, irgendwelche komischen Menschen, die eine Machtposition kriegen und dann denken, ich hab hier das Sagen. König ins Schloss, König ins Schloss. Oh, get to das, get to das. Ihr wisst, was ich meine. Der aufmerksame Zuschauer hat vielleicht gemerkt, dass meine Upload-Zahl im Verhältnis von vor ein paar Monaten zum bisschen nach unten geht. Ähnlich wie manche Krypto-Investments. Natürlich wieder nur meine. Digga, Digga, du kleiner, gottverdammter Noob. Du bist ein Bot, ein ahnungsloser Idiot. Und ich glaube, ich befinde mich so langsam an einer Art Wendepunkt, wo ich wirklich mir selber eingestehen muss, wir sind hier an einer Stelle angekommen, wo es einfach erstmal stoppen muss, okay? Wo wir erstmal überlegen müssen, gehen wir nach rechts oder gehen wir nach links? Kauft euch zum Beispiel Bitcoins? Es ist nicht so, dass ich nicht versuchen würde, Videos aufzunehmen. Das versuche ich jeden Tag tatsächlich, zu verschiedenen Uhrzeiten. Es endet wirklich immer und immer wieder gleich. Mein Ordner ist voll mit Aufnahmen, die ich entweder noch löschen werde oder mindestens das Zehnfache davon habe ich schon löschen müssen, weil es einfach nur purer Müll ist. Egal, ob ich einen Stimmverzerrer benutze, ob ich meinen Charakter in der Charaktererstellung so mache, wie der Herr Winkler Charakter halt nun mal aussieht, oder ob ich mir einen anderen Charakter erstelle, der komplett random aussieht. Es spielt überhaupt gar keine Rolle mehr. Entweder werde ich sofort erkannt und instant weggebannt, ohne dass ich überhaupt irgendwas machen würde. Oder ich spiele 2 Stunden auf dem Server, gehe dann in den Support, sage so, yo Leute, hey, ich war gerade 2 Stunden auf eurem Server, hier sind 20 Clips, das ist passiert, das ist passiert, das ist passiert, da wurde ich umgeschossen, da wurde ich überfahren, da ist das passiert. Und glaubt ihr, das interessiert die? Nö. Achtung, es folgen jetzt sehr, sehr, sehr unangenehme Videoausschnitte von Aufnahmen, die es so niemals in ein Video geschafft hätten, aber ich will euch das nicht vorenthalten. Ich will, dass ihr seht, wie ich leide. Ja, das ist wohl das tolle Rollenspiel hier auf dem Server. Nachdem ich dann also ungelogen 30 Minuten im Support gesessen habe, obwohl 10 Teamler online waren, wurde ich dann endlich in einen Supportraum gemoved. Und was glaubt ihr, ist passiert? Hallo. Ah, hallo. Ist egal. Ich wurde... Digga, das war ja ein richtig, richtig geiles Supportgespräch. Wow, Junge, wow. Frankfurt City, meine Freunde. Ein Server, wo ich niemals freiwillig meine Zeit verschwenden würde. Ich werde verrückt heute noch. Ich werde heute verrückt, ehrlich. Das passiert mir pro Aufnahme ungelogen so 5-mal. Aber das ist noch gar nicht das Schlimmste. Das Schlimmste zeige ich euch jetzt, ja? Nehmt euch Popcorn, nehmt euch was zu trinken. Die nächsten paar Minuten werden sehr... sehr, 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 sehr anstrengend für eure Psyche, okay? Ein paar Sekunden. Ist das etwa der Base Raid, von dem die gesprochen haben? Guckt euch den Haufen Verlierer doch mal an. I'm aus der Colano Patch mit. I'm aus der Colano Patch. 5-Jährige. Richtig, never stretch hinter der Kurve. Einmal wegfahren, du Behinderter. Oh, ich kann das nicht mehr. Später. Ach, da ist er doch. Ja. Ja, 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 ja. Ein Pickup-Truck, der von 0 auf 100 in 0,002 Sekunden. Hey, Hosenscheißer. Aufstecken oder ist kalt. Hey, yo, what the fuck? Bist du dumm? Was soll das? Kann ich kurz mitfahren? Hallo? Chill mal kurz, bitte. Ist das normal, dass der so schnell fahren kann? Ja, das ist ein Import. Nein, Bruder. Kannst du mir irgendwie ein Medkit besorgen oder so? Jetzt habe ich nämlich kein Leben mehr, dank dir. Bruder. Sag mal, als erstes sagst du Fabio oder irgendeinen Namen, warte. Rehab Iceland of Jens, sag mal. Kriege ich jetzt zuerst eine Waffe? Nein, Bruder, weil du ein... Ja, dann geht's nicht, sorry. Ja, Bruder, du bist ein Ding, ein Soundboard, Bruder, bist du dumm? Soundboard, ey, ey, guck mal, wer in meinem Auto sitzt und der sagt, er ist kein Soundboard, rede mal. Cisco sitzt neben mir, aber das ist ein Soundboard, warte. Hallo, hallo, ey. Ja, jetzt redet er nicht mehr. Was ansprach. Neben mir sitzt Herr Winkler. Okay. Mach doch jetzt keinen Miesen. Als erstes sagst du... Ich sag gar nichts. Ja, Bruder. Steig mal aus, bitte. Cool, alles Miesen klar. Soundboard, bist jawohl, du? Soundboard, richtig. Sag mal meinen Namen. Sag mal Rehab Iceland. Sag mal Rehab Nein. Iceland. Okay, ich sag jetzt meinen Namen. Sag mal Fabio. Sag mal Lamborghini Performante. Sag mal Fabio. Ach, Digga, was ist ein Hubsohn? Ey, Winkler sitzt neben mir. Guck, red mal. Sei mal ehrlich so. Sei mal ehrlich, du bist ein Soundboard, oder? Nein, ich bin kein Soundboard. Natürlich bist du ein Soundboard. Ja, okay, ich bin ein Soundboard.
Soundboard. Sag mal, Schmierl. Massen-VDM. Und die Entwicklung startet. Rede mal, Beifahrer. Cisco, rede mal. Wie erkenne ich eine Depression? Hallo, rede doch. Ja, du bist ein Soundboard, Digga. Also, wie schaut's jetzt aus? Krieg ich jetzt die Waffe, oder? Wenn du... Was für wenn du? Du gehst mir kräftig auf die Eier. Mit dir weggeredet, ADAC. ADAC, Ausschauungsklarheit, ne? Machst jetzt die Eier doch, das Knall. Bro, wenn er real ist, ne, der ist ja, ja, von ja, YouTube, Digga, wenn er real ist, ja, so, genau, nein, eine Million, ich. Fabio, eine Million. Fabio, hätte doch was geil, auch schon gestellt. Gestern und vorgestern, das sind nur Clips von 2-3 Tagen Spielzeit maximal, wo ich mir einfach nur noch denke, Digga, das bockt nicht mehr. Es ist ein absolutes Grauen, mittlerweile dieses Spiel zu starten. Ich will es nicht anfassen. Ich spiele mindestens 6 Stunden am Tag lieber Helldivers. Es ist nicht schön. Es ist nicht mehr schön. Stellt euch einfach mal vor, ich gehe auf einen Whitelist-Only-Server, will ein Whitelist-Gespräch führen. Dieses Whitelist-Gespräch geht ganze 10 Sekunden. Die Frau, die mich in diesen 10 Sekunden 2 Fragen fragt, kennt mich nicht, ist super lieb zu mir. Und genau in dem Moment joint ein anderer Supporter in diesen Raum rein, hört meine Stimme. Ich bin 2 Minuten auf dem Server, sofort weggebannt. Ich muss dafür nicht einmal mehr was tun. Irrenhaus-RP? Ja... Ah, moin, Lisa. Wie kann ich dir helfen? Ja, ich wollte mich whitelisten lassen. Mhm. Magst du was über dich erzählen? Wie alt du bist? Hast du Erfahrung? In was für eine Richtung willst du gern machen? 28. Mhm. Schon ein bisschen Erfahrung, ja. Und ich würde eher so Medic-RP machen wollen. Mhm. Ich brauche immer Leute. Ich brauche ganz dringend Leute. Ja. Ja, ja, das ist öfter so, ne? Ich war gestern Abend im also... Ja? Nee, alles gut. Mach doch mal weiter. Alles okay, Leila? Ja, ja, alles gut. Ja, wir waren eigentlich schon fertig, Leila. Gut, dann gebe ich dir einmal die Rolle. Also, ich habe so das Gefühl, Lisa ist eine ganz nette, ganz liebe, hat keine Ahnung, wer ich bin. Leila hat meinen Namen gelesen, kommt instant in den Supportraum rein. Und jetzt haben wir halt ein Problem, ne? Hier im Irrenhaus-RP-Server. Oh nein, diese Leila ist sogar noch Fraktionsverwalterin. Ja. Ja, ich glaube, da hat jemand gesnitcht. Geil. Wenn die Whitelist-Vergabe halt ganze 20 Sekunden dauert, ne, dann kann das ja nur ein Server von Qualität sein, ne? Hallo? Kann ich helfen? Ihnen all mein Geld. Ah, okay, ja, verstehe, alles klar. Mann, Karl ja. Lauterbach, wirklich, der ja, Digga, der ja, Karl Lauterbach. Genau, alles klar, ein richtiger Witzbold hier, hä? Such dir deine Gegner besser aus. Die denken aber auch immer, die wären richtig lustig, so. Diese Leute denken immer, die wären todeslustig. Kann ich sie irgendwo hinbringen? Wir müssen einen Medic suchen, ganz schnell. Gib mir deinen Roller und steig du mit auf. Nee. Hat der Tote gerade geredet? Der ist nur bewusstlos, der ist nicht tot. Ah, der Bewusstlose kann reden, verstehe. Junge, warum kriegst du wieder Heavy-Clad, Digga? Was ist das denn? Let's go. Hallo, rede noch mal. Hallo, gib mal jetzt deinen Roller. Steig aus, aus dem Tal. Oh mein Gott, bro. Meins. Ja, damit. Bim, bim. Willkommen im Support von Palmbibi. Wie kann man dir helfen? 12 Sekunden. Ah, Ein wunderschön. Ich hab den gecallt, was er gesagt hat, ich hab den RDM. Was war das ja? Eben? Ich hab dich gecallt. Du kannst doch nicht von 20 Metern callen und im selben Moment schießen, so, hä? Keine Reaktion zeigen lassen. Ich hab zweimal gecallt. Lüge! Also, ich glaube, du lügst. Hast du einen Gegenbeweis als Clip, dass du ihn gecallt hast? Ja, dann ist er im Recht. meins. meins. Das ist ja lustig. Du hast angefangen damit. Aber warum klingt der wie Cisco? Keine Ahnung, aber du verbringst 20 Minuten jetzt im Admin-Jail wegen RDM. Spaß. Ja. Dankeschön. Das ist ein gutes Beispiel. Und ich weiß schon, was in einigen Köpfen von euch abgeht. Du hast dir die Leute selber hochgezüchtet. Du bist selber schuld daran. Ja, ja. Ich bin zu einem gewissen Prozentteil selber schuld daran. Aber dann kann man sich natürlich auch die Frage stellen, ist das nicht schon immer so gewesen? Nur GTA-RP hatte nicht so einen großen Hype wie in den letzten 2 bis 3 Jahren. Deswegen ist es sonst nie so groß aufgebauscht worden und niemandem aufgefallen. Es ist, glaube ich, eher so eine Mischung aus beidem. Ah, toll, wunderbar. Was zur Hölle ist das für ein Polizeirevier? Hallo? Hallo? Ah, moin. Kann man Ihnen weiterhelfen? Ja, ich wollte fragen, ob Sie noch Kollegen suchen. Kollegen suchen? Ich kann mal nachfragen. Können Sie sich einmal den Ausweis haben? Hi. Hi. Irgendwie hört sich wie Cisco an. Komm, geh woanders hin nuscheln. Frage, bist du der echte Cisco? Vielleicht können Sie mich ja umtauschen gegen diesen unfähigen Beamten hier neben uns, weil ich glaube, der gehört hier wirklich nicht hin. Ja, manchmal ist er halt ein bisschen lost so im Kopf, aber...
Ja, sonst ja, macht manchmal. Er seine Arbeit ziemlich manchmal. Gut. Wollen Sie sonst einfach mal so als Prakti mitfahren? Ja, solange ich nicht mit ihm mitfahren muss. Finn, geh mal auf die Seite. Ich bin an der Seite. Ja, Sie sind ganz, ganz weit an der Seite. Ich merke das schon. Ja. So, ich gebe ihm mal eine schusssichere Weste. Kriege ich auch was, um zu schießen, falls ich angeschossen werde? Ja, mei. Hm. Sie kriegen einfach meine Privatwaffe. Hm? Wunderbar. Ich kläre das Problem einmal hier. Ich habe nur gerade den Behinderten beiseite gestellt. Alles gut. Der ist gestolpert, das haben Sie gesehen, oder? Der ist anscheinend über seinen Kopf gestolpert. Oh, ich krieg heute noch die Krätze. Naja, ich auch. Ich wollte mich eigentlich umziehen, so. Ich sehe sehr schlimm aus. Vielleicht können Sie mir ja gleich die Kleidungssachen nennen. Natürlich. Wir nehmen einen schönen Passat. Einmal einsteigen. Vielleicht können wir uns ja erstmal umziehen. Meine Frage, wie kommt der Beamte da oben auf das Dach? Über die Leiter im PP. Ah, über die Leiter. Nein, nicht die Leiter, da ist so eine Treppe. Ich sehe da keine Treppe. So, der Herr, einmal bitte aussteigen. Ist alles okay? Ich bin Praktikant. Einmal bitte aussteigen. Wieso? Ja, bitte einmal aussteigen. Sie stehen jetzt im Tatverdacht des Mordes. Und Achtung, er ist bewaffnet. Oh mein Gott. Aussteigen. Sie steigen jetzt sofort aus. Aussteigen. Können Sie mir jetzt erklären, was das soll? An die Wand gehen. Kein Problem. Ist gar kein Problem. Kannst du keinem erklären, ehrlich. Das ist, vielleicht haben sie sich ja ein paar Meter von mir entfernt, damit ich wenigstens die Waffe ziehen kann, hä? Der hat God-Mode an, GG. Ein Headshot tötet ihn einfach nicht, hä? So stirbt er denn nicht, hä? Digga, der verreckt nicht. Kannst deine Meterscheiße dann woanders machen, ne? Mobbing. Nee, das kann doch nicht wahr sein. Das kannst du echt keinem erzählen, Junge. Ach du Scheiße. Was für ein Haufen unfähiger Menschen. Na, dann gehen wir mal in den Support. Eine Ewigkeit später. Hallo, ich wurde gerade wegen Modding gebannt. Ja. Warum? Warum nicht? Habe ich denn gemoddet, oder? Ja, du hast eine Waffe, die du im Waffenladen nicht kriegst. Wie bist du zu der Waffe gekommen? Die hat mir ein Polizist gegeben. Aber ohne Schalldämpfer. Polizei hat keinen Schalldämpfer. Die hat mir ein Polizist gegeben. Der Polizist, der dir die Waffe gibt. Obwohl die Polizei immer einen Schalldämpfer hat? Hast du magische Hände? Hast du den Schalldämpfer gezaubert, oder? Also ich zeige euch jetzt einen Clip und dann werde ich entbannt. Nö, du wirst nicht entbannt. Das entscheidet schon auch einer von uns, ob du entbannt wirst. König ins Schloss! König ins Schloss! Ich habe einen Stuhl, ich habe einen Stuhl. Wenn ich doch die Waffe bekommen habe von einem Polizisten, dann ist es ja falsch, dass ihr sagt, dass ich gemoddet habe. Jetzt zeigen Sie mir gerne den Clip. Das kann ich tun, das ist gar kein Problem, ne? Weil irgendwie ist das hier ein bisschen korrupt, ne? Hä? Hä? Die haben mich stumm geschaltet. Warum schaltet ihr mich jetzt stumm? Weil ich gerade mit ihm sprechen wollte und zu zweit und nicht zu dritt. Also ist der Grund, warum ich jetzt gebannt wurde, Modding. Nur um nochmal. Ja, aber wenn du uns einen Clip zeigst und uns das Gegenteil beweist, dann ist ja alles gut. Wenn wir sehen, wie der Polizist dir gerade zusteckt, dann passt dann, ja alles. Dann werde ich auch entbannt. Das werden wir dann sehen, aber. Ja, aber. Jungs. Ja, dann zeig uns doch einen Clip, wie du die Waffen von dem Polizisten bekommen hast. Nee, ich will halt erst wissen, ob ich dann entbannt werde oder nicht. Wenn es genau die Waffe ist, was du vom Polizisten bekommen hast, mit der du rumgeschossen hast, dann werde ich dich hier entbannen. Okay, Ja, das klingt fair. Da, sie kriegen aber meine Privatwaffe. Passt schon. Markus, hast du gesehen? Clip? Ja, ich habe es gesehen, ja. Also? Okay, gut. Also, wenn ich kurz reden dürfte, Markus? Ja, du darfst natürlich. Oh, get du das! Also, wir haben den Clip jetzt natürlich alle gesehen. Wir haben gesehen, dir wurde die Waffe zugesteckt. Persönlich, ich weiß nicht, ob Markus oder so dich kennt. Ich kenne dich, ich weiß auch, wer du bist und alles. Und die Frage ist jetzt, was willst du auf dem Server machen? Willst du einfach jetzt nur Campo machen und Scheiße, alles gut? Soll ich dir noch einen Clip zeigen, wie ich den umgebracht habe, weil er direkt geredet hat? Der hört sich an wie Cisco. Ist das Cisco? Bist du der Echte? Ist das Cisco? Also, das okay, cool, dann werde ich ja jetzt entbannt, oder? Also, er ist ein YouTuber, der halt im VDM Sachen halt auf anderen Server macht. Okay, aber sowas wollten wir nicht und brauchen wir auch nicht. Wie erkennst du eigentlich, ob dein Kind gemobbt wird? Mach's gerne auf anderen Server, da juckt's mich nicht, da gucke ich dann noch gerne in die Videos, aber hier ist echt nicht so cool. Beißt sich halt so ein bisschen mit dem, was ihr vor 5 Minuten gesagt habt, aber Digga. Ich schwöre, die haben mich instant von dem Server geschmissen. Bro, die werden immer und immer degenerierter. Es ist so schlimm, ne? Altenkirchen-Roleplay, ne? Also falls es Menschen gibt, die über ein Modemenü verfügen, dann würde ich auf jeden Fall schon mal wissen, wo ich mich damit hinbegeben würde. Ich wette, das sind so Menschen, die wichsen sich dann noch jeden Abend selber ins Gesicht. Hat es vielleicht auch etwas damit zu tun, dass diese Menschen in diesen Machtpositionen sich toll fühlen und mindestens genauso stark gehasst werden wie Menschen, die beim Ordnungsamt arbeiten? Ja, höchstwahrscheinlich ist das so. Was machen wir da jetzt, meine Freunde? Ganz wichtig, ich will jetzt nicht sagen, ja, ich mache jetzt kein GTA-RP mehr, ich mache jetzt keine GTA
GTA-Videos mehr. Keine Sorge, ja. Ihr kriegt den üblichen Müll, den ihr auch sonst so konsumiert, weil euch das irgendwie gefällt. Den kriegt ihr auch so weiterhin. Nur, es wird weniger. Nicht, weil ich weniger mache oder weniger machen will, sondern weil es einfach immer schwerer wird, geile Videos zu machen, okay? Was machen wir mit der übrigen Zeit? Ja, ich glaube, ich werde diesen Schritt jetzt gehen und anfangen, andere Spiele hochzuladen, andere Videos hochzuladen, komplett andere Videos, okay? Die müssen nicht einmal zwangsläufig etwas mit Gaming an sich zu tun haben, sondern ich mach dann einfach und dann gucken wir, was passiert. GTA-Videos und so wird es trotzdem immer noch geben, ja, keine Sorge, aber vermehrt wird es andere Videos geben, ja? Wird es hier spaßig? Und ich sag euch, eines Tages werde ich im Lambo sitzen und ich scheiße auf diese Köpfe von diesen Menschen, weil ich weiß, sie platzen gerade vor Neid, okay? Das ist mehr oder weniger jetzt mein einziges Ziel geworden. Ich will, dass diese Leute vor Neid platzen. Wie ein weiser Mensch einmal sagte: Ihr sollt sterben von innen durch den Neid. Stirbt aus Neid. An meine Fans, ich liebe euch.